Hallo liebe Leute, da sind wir wieder bei Trainfieber Amerika. Und hier haben sie unsere schöne Dampflok. Den General, habe ich gelesen, heißt das Ding. Sehr schön. So, jetzt aber als erstes muss ich hier etwas leicht Peinliches machen, nämlich eine Linie korrigieren. Dankeschön für den Hinweis in den Kommentaren. Irgendwo habe ich geschrieben, Postkutsche, irgend sowas. Keine Ahnung, wo war denn das? Das werde ich schnell rausfinden. Das war eigentlich in Lafayette hier, dachte ich. Ja, und jetzt, klar, werde ich schnell rausfinden. Deswegen finde ich es jetzt gerade nicht raus. Da. Kustsche. Okay. Hoffentlich muss ich das jetzt bald alles neu schreiben. Ja, geht nicht anders. Das ist natürlich eine Kutsche. Ja, ja, oh mein Gott. Kutsche, Herr Heisenberg. Nochmal. Und zwar in Lafa. Lava. Mehr ging, glaube ich, nicht hin. Enter. Okay. Dann haben wir das auch korrigiert. Das wäre ja doch ein bisschen doof gewesen. So, jetzt, was machen wir? Jetzt machen wir Folgendes. Wir werden hier mal gucken, was wir alles an Industrie haben, was wir irgendwie halbwegs schlau mit Kutschen verbinden können. Denn damit können wir sozusagen Vorarbeit leisten, dass wir später hier Güterlinien mit Zügen einrichten. Da müssen wir ein bisschen vorher was machen, damit die schon laufen, weil sonst, das rechnet sich sonst einfach komplett überhaupt nicht. Also, dann lasst uns doch mal gucken. Da muss ich ein bisschen rauszoomen. Irgendwas wird es hier geben. Wir müssen halt aufpassen, denn wir sind immer noch mit Kutschen am Arbeiten. Die sind ganz langsam und die können auch nicht unbedingt Riesenkapazität natürlich mitnehmen. Vier Einheiten. Also können wir nichts machen, was über die halbe Map geht. Und für die Züge ist es einfach, wie gesagt, noch zu früh für Güterzüge. Für Personenzüge nicht, da werden wir auch noch eine Linie ziehen heute. Das habe ich zumindest schwer vor. Aber jetzt hat erstmal ein, zwei Sachen hier noch einrichten. Gibt es doch nicht. Hier ist irgendwie nichts wirklich sehr gut verteilt. Hier hat es Kohle, dafür hat es nirgends. Ja, hier hat es Erz, aber kein Stahlwalzwerk, was wir dafür bräuchten. Das ist viel zu weit weg. Hier haben wir Öl. Und hier haben wir eine Schreinerei, beziehungsweise ein Sägewerk nennt sich das. Hier haben wir Kohle, Erz. Oh, guck mal hier. Hier haben wir Kohle, hier haben wir Erz und hier haben wir das Stahlwalzwerk. Das wären doch... Ja, es ist immer noch weit, aber das lässt sich machen. Was haben wir denn hier? Nochmal Kohle. Ja gut, das nimmt sich nichts. Das ist beides etwa gleich weit weg. Ja, dann lasst uns hier das mal einrichten. Dann machen wir das doch mit Freude. Hehe. Also, das wäre mal... Hier so ein LKW-Ladeplatz. Einmal gucken, dass ich die richtig baue. Danke noch für einen anderen Hinweis in den Kommentaren. Da hat sie nämlich aufgelöst, warum im ersten Teil... was mache ich denn hier? Warum im ersten Teil der Öltransport da nicht funktioniert hat. Das müsst ihr mal nachlesen beim ersten Teil in den Kommentaren. Das ist noch witzig. Da habe ich tatsächlich die Stelle erwischt, wo der Ein- und Ausgang ist von der Ölquelle. Und dann konnten die da mit den Waren nicht raus. Also da muss man auch erstmal drauf kommen. Danke nochmal. Wirklich witzig. So Sachen gibt's gar nicht. Also jetzt haben wir hier die zwei. Dann bauen wir hier hinten noch so ein Teil. Gucken, dass wir es nicht genau wieder dahin stellen, wo der Ausgang ist. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Wir werden sehen. Jetzt bauen wir hier noch ein Depot. Ich nehme an, hier haben wir noch keins. Nein, das ist noch eine Stadt, die wir noch nicht wirklich unter unsere Fittiche genommen haben. Und hier in Lafayette, das ist mir zu weit weg. Also gibt es noch ein Depot. Wir haben sowieso fast 5 Millionen. Da können wir uns auch so ein Depot noch leisten. Wo machen wir das hin? Am liebsten hätte ich das hier ein bisschen Richtung diese Stadt, da diese Stadt natürlich irgendwann auch noch Busse und so bekommt. Machen wir es mal hier hin. Dann werden wir die Linien einzeichnen. Erstmal ohne Namen. Und zwar ist das hier von der Kohle. Hierher. Das ist mal die Linie 1. Und dann haben wir noch eine weitere Linie. Beziehungsweise, ja, wir machen sowieso drei Linien, denn die Waren, die Güter, die da produziert werden, dann, die müssen wir natürlich auch noch abführen. So, jetzt ist mal hier das Stahlwalzwerk sozusagen beliefert. Das stellt jetzt Waren her. Und mit diesen Waren gehen wir hier unten nach Englewood, würde ich sagen. Nach Brighton können wir später auch noch, aber Englewood ist ein bisschen näher. Dann machen wir hier nicht ein Depot, nein, sondern
nochmal einen LKW-Ladeplatz. Den machen wir mal hier hin. Da könnte man sogar noch eine Abkürzung machen. Das lassen wir jetzt aber mal. Fürs Erste aber die Linie noch einzeichnen. Genau. Und zwar von hier nach hier. Gut, jetzt haben wir Linie 1, 2, 3 und dafür brauchen wir einfach... Ja, eine große Auswahl haben wir leider immer noch nicht. Da brauchen wir einfach diese Pferdefuhrwerke. Okay, da kaufen wir jetzt mal. 1, 2, 3. Lasst uns mal 4 Stück kaufen. Dann weisen wir die Linie 1 zu. Gut, dann lassen wir es mal laufen. Dann kaufen wir uns nochmal 3. Müssen wir ein bisschen näher ran. Na. Sag mal, ich möchte Straßenfahrzeuge kaufen. Genau. 1, 2, 3. Die kriegen, das sind sogar 4, egal. Die kriegen Linie 2. Machen wir nochmal zu, der Ordnung halber. Und jetzt kommen noch die Waren. Da reichen mal 2 fürs Erste. Das wäre dann die Linie 3. Okay, das müssten wir jetzt alles soweit haben. Die verteilen sich da. Ja, leider unglücklicherweise halt wieder nicht sehr schlau. Die sind dann wieder alle aufeinander. Dann machen wir hier mal noch kurz einen Stopp. Dann können wir das wenigstens ein bisschen regulieren. Hier auch mal. Es ist halt doof, dass die eben in den Städten drin ist es so schön mit den Haltestellen, dass sich die dann eher mal verteilen. Hier haben wir alle aufeinander. Na, wir lassen es mal nochmal laufen. Wir müssen das später nochmal machen, denn ich möchte jetzt noch hier schnell die Linien umbenennen. Solange ich noch weiß, was welches was war. Also das war die Kohlelinie. Kutsche Kohle. Kutsche Kohle. Wo sieht man ja? Brighton steht unten. Das ist also rauszufinden. 2 war Kutsche Erz sozusagen. Ich weiß, man könnte es auch anders benennen. Ich mache es jetzt mal so, wie es mir gerade einfällt. Kutsche. Ich schreibe es auch so an, wie es mir gerade einfällt. Kutsche Erz. Und dann haben wir noch die Waren. Und die gehen nach, wie hieß es da hinten? Das kann nicht schaden, wenn man hier das Städtchen dann doch benennt. Englewood. Ja, mal gucken, ob das überhaupt Platz hat. Also, das wäre dann Güter. Güter. Englewood. Nehme ich mal an. Da unten steht es auch nochmal. Englewood. Gut. Das hätten wir. Ja, jetzt müssen wir das halt sowieso mal erstmal eine Ecke laufen lassen. Bis hier irgendwas passiert. Man sieht hier aber schon. Da passiert schon was. Da gibt es sogar schon eine Vergrößerung. Okay. Müssen wir hier irgendwie noch eine Abkürzung machen? Nein, hier könnten wir natürlich noch eine Abkürzung machen. Doch, das machen wir. Ganz klar. 40 km/h. Die machen, Gott, was machen die? Ja, aber wir bauen ja auch für später. Okay, das gibt jetzt mal eine Straße, die nach da unten geht. Nur alleine für die Kohletransporteure. Können wir es irgendwo anschließen? Das will nicht richtig, hallo? Machen wir es eben in Schritten. Das ist ja Train Fever, da muss man das halt in Schritten machen. Gut, das passt. Jetzt hier noch irgendwie eine Abkürzung. Nein, da könnten wir noch so machen. Okay, aber das, ja, wobei das spart eben doch Weg. Bei dem miesen Tempo, man muss es so sagen, die diese Kutschen drauf haben. Und das kostet ja nicht viel. Wir haben 5 Millionen, also machen wir diese Abkürzungen. Gut, nachher oben bauen wir sie aber nicht mehr. Da hat es auch schon Waren. Und guck mal, die sind erst hier unten. Das ist halt schon... Das sieht zwar wirklich gut aus, es hat einfach Charme. Aber, ja... Mein Gott, was für eine unwirtschaftliche Zeit mit den Tempis, die die hatten. Da hinten wartet auch schon wieder Kohle. Obwohl da eigentlich die Kohlelaster schon... Laster, sage ich schon. Die waren ja schon hier. Der nimmt aber auch nur 1 mit, okay? Eine Einheit. Ja, die vergrößern alle schon. Gut, das ist aber gut. Deswegen machen wir es ja. Damit das eben angekurbelt wird.
für später, damit wir hier Güterlinien machen können. Dann passt das ja soweit. So, und jetzt, was ich auch noch machen wollte, bevor wir uns einem weiteren Gütertransport annehmen. Ich gucke hier eh schon gerade. Ja, hier hinten haben wir Stahlwalzwerke und Erz, aber keine Kohle. Ja, das war jetzt mal für künftig geguckt, denn ich möchte jetzt hier noch, jetzt muss ich gucken, wo das war. Wir haben doch so einen schönen vierspurigen Bahnhof hingestellt. Hier, genau, in Aurora müsste das gewesen sein, genau. Da bauen wir jetzt noch eine weitere Strecke dazu, denn wenn wir hier schon so einen tollen Bahnhof haben, mit ordentlich Leuten hier, das sieht halt schon auch cool aus. Lasst uns doch mal hier kurz durchgehen. Sehr charmant gemacht. Überall rote Zahlen, das gefällt mir dann doch nicht so, aber tja, das ist dann wohl halt so. Was mich interessiert, ist der Kontostand hier oben und der ist ja okay. Gut, was machen wir denn jetzt? Wir schließen noch ein Städtchen hier an und zwar in die Richtung mit diesem zweiten Gleis. Das müsste irgendwas hier hinten sein. Muss ich mal gucken. Sollen wir nach Louisville? Dann hätten wir eine Direktverbindung. Das könnte aber sein, dass das hier dann Passagiere wegnimmt. Das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen machen wir die mal nach Bloomfield. Das ist eine ordentliche Strecke. Heiliges bisschen. Aber das können wir machen. Eben, das Geld haben wir. Da fragen wir nicht lange, sondern dann machen wir das. So, mit dem Gleis. Das könnten wir hier eigentlich anschließen. Das sieht immer relativ gut aus. Oder sollen wir es gerade machen? Nein, das schließen wir mal an. Das ist schöner, wie wenn das hier alles irgendwie so separat für sich vor sich hin, halt, jetzt habe ich es nicht gesehen, wegen dem Rauch, vor sich hin fährt. Und dann werden wir hier aber uns trennen, denn wir müssen nach da hinten. Und da ja Doppelbrücken sowieso irgendwie backen, nicht so ganz funktionieren, können wir das auch problemlos machen. Kommen wir hier rüber, hier kommen wir rüber. Oh, guck mal, ich habe nämlich noch neue Brücken. Eine Holzbrücke. Guck mal, wie die aussieht. Die ist extrem cool. Die passt sowas von perfekt in den Wilden Westen. Das ist doch ein schönes Teil. Und die ist nicht mal groß. Da kann man noch viel schönere, größere Brücken bauen. Hier haben wir das und hier haben wir die. Ganz klar, dann nehmen wir die Holzbrücke. Haben wir denn die hier hinten auch schon? Nein. Ich glaube, da hatte ich es noch nicht installiert. Aber das ist eine Steinbrücke, ist natürlich auch schön. So ist es auch nicht. Gut. Ist gekauft. Dann fährst du hier mal weiter. Jetzt muss ich mal nochmal gucken, wo ist denn unser Blumenfeld? Da oben, Bloomfield. Geht's hier rüber, dann sind wir schon mal in der Nähe hier von diesem Öldingens. Jetzt hat es wieder Spiel gespeichert, auch okay. Ja, da müssen wir weit fahren. Da hinten ist Bloomfield, okay. Ich möchte noch gucken, dass ich keine Tunnels und keine Brücken hier erstellen muss. So, jetzt stimmt die Richtung wieder halbwegs, zumindest halbwegs. Das hier scheint relativ ebenerdig zu sein, das ist auch schön. Das ist aber echt eine Riesenstrecke. Um die ja nachher mit den 45 km/h abzufahren, was die Lokomotive drauf hat, das dauert dann auch eine Ecke. Das schreit je nachdem, wenn die Strecke läuft, dann relativ schnell danach, dass wir einen zweiten Zug installieren müssen. So, und da machen wir natürlich wieder unseren Westernbahnhof hin. Ups, da sind sogar schon, da ist der auch schon dabei, auch nicht schlecht. Aber den möchte ich natürlich nicht hinmachen. Ja, wobei der passt eigentlich auch, aber wir sind noch zu früh, wir sind 1870, da passt der Bahnhof hier natürlich im Moment noch besser. Wenn wir den jetzt hier hinstellen, kommen wir hinten wieder nicht mehr raus, haben wir wieder einen unfreiwilligen Kopfbahnhof. Lasst uns den hier hinstellen, ja genau, hier hat er Platz nach hinten. Gut, ich hoffe das passt halbwegs, ohne dass wir jetzt hier wieder Riesenkurven machen müssen. Aber ich denke das geht so. Ja, nach hier müssen wir. Okay, das passt mit den 120. Bestens. Dann wären wir dann hier hinten. Und das ist halt schon auch ein cooler Bahnhof hier mit dem Galgen. Geil. Okay, wo haben wir ein Depot? Das ist eigentlich so ein großer Bahnhof. Doch, hier hinten haben wir ein Depot. Kommen wir denn damit auch auf das zweite Gleise? Im Moment noch nicht, aber wir können hier natürlich... so eine Weiche machen. Signale hinstellen.
Oder die Weiche nachher wieder wegnehmen. Eigentlich geht es ja nur ums Depot. Wobei, eine brauchen wir. Ich mache sie mal hin. Die können wir ja auch wieder wegnehmen. So ist es ja nicht. Wir brauchen diese Weiche ja im Prinzip wirklich nur, um aufs richtige Gleis zu kommen. Dann können wir sie wieder wegnehmen. Aber das machen wir mal. Gut, jetzt die Linie einrichten. Das wäre von hier. Bisschen rauszoomen. Hau ruck. Ab nach Blumenfeld. Wo war's denn? Jetzt bin ich zu weit rausgezoomt. Oh Gott. Hier unten? War das hier unten? Ja, das war hier unten. Okay, Blumenfeld. Blumenfield. Blumenfeld, okay. Grün. Nennt sich mal wieder Linie 1. Müssen wir dann noch umbenennen. Okay, dann gibt es da einen Zug dafür. Das schnellste, was wir haben. 1, 2, 3. Ja, ich würde mal sagen 4. Können wir immer noch anbauen. Und dann gibt das Linie 1. Gut, kommst du raus oder wartest du noch auf was? Dann müssen wir je nachdem nochmal ein Signal machen. Nein. Kommt raus, sehr schön. Ja, sie sind nicht schnell, aber sie sind halt schön. Das ist einfach, das ist halt Eisenbahn. Pullman-Waggon. Wagon. Nicht Waggon, das wäre ja französisch. Wir sind ja hier in Amerika. Ah, guck mal, dann fährt er hier auf unseren Bahnhof, auf unseren viergleisigen. Das ist ja auch cool. Eben mit den Kühen und so. Und hier ist ordentlich Betrieb, sieht man. Wow. Ganz cool. Jetzt haben wir ja hinten wieder diesen Strich im Himmel. Ich weiß nicht, was mit dieser Mod ist, leider. Die wurde irgendwie, wurde die rausgenommen und anscheinend deaktiviert. Ich weiß es nicht, denn die arbeitet nicht mehr. Ich habe sie im Forum drin leider auch nicht mehr gefunden. Aber damit werden wir jetzt halt mal vorerst leben müssen. Wie ist denn der? Ach so, der ist ja sowieso. Da hätten wir uns ja... Oh, da ist schon wieder was zu alt. Jetzt hätten wir uns eigentlich hier die Weiche sowieso sparen können. Dann machen wir die doch wieder weg. Denn ich finde es immer doof, Weichen zu haben, wo man keine braucht. Das gibt immer nur ein Durcheinander, dann je nachdem mit den Signalen. So, haben wir hier irgendwo noch ein Signal? Nein, das habe ich, glaube ich, mit abgebrochen. Gut. Dann fährt der hier dann rechts. Dann machen wir hier noch irgendwas Optisches hin. Das muss einfach sein. Das ist sonst irgendwie einfach zu nackig hier. Was könnten wir denn noch machen? Eine Bekohlungsanlage. Passt hier nicht in die Mitte rein, aber dann machen wir hier mal eine hin. Hier noch auf der Hälfte, dann natürlich ein Wasserturm. Den machen wir hier in die Mitte. Was haben wir sonst noch? Der Rest ist halt dann fast ein bisschen zu modern, wobei hier so ein Wasserkran. Wasserkran kann auch nie schaden, wobei hier haben wir gerade den Wasserturm, aber wir machen hier mal noch einen Wasserkran hin. Einen hier. Und einen hier. Gut. Mal gucken, wie das aussieht. E-Schmuck. Hier können wir noch wesentlich mehr hinmachen. Machen wir später. Jetzt gucken wir mal. Ach so, die Postkutschen ersetzen. Genau. Die Linie muss ich da noch anschreiben. Heiliges bisschen, was man nicht alles noch machen muss. Oh Gott, jetzt habe ich es zugemacht. Ich Pferd. naja. Wo haben wir denn die Fahrzeugliste? Jetzt geht das Gestresse schon los. Ne, das war nicht die Fahrzeugliste. Das ist er auch nicht. Sag mal, kann es denn so schwierig sein? Machen wir es hier über die Linien. Ne, hier sehe ich es natürlich auch nicht, wie alt die sind. Doch, hier ist ja die Fahrzeugliste. 15 Jahre, 19 Jahre. Okay, dann ersetzen wir euch mal. Und ihr kommt dann sowieso auch nochmal wahrscheinlich und reklamiert. Also dann ersetzen wir hier mal die Güterkutschen von Linie 4. Das muss ich hier machen. Oder nicht? Wo mache ich hier gerade nochmal den automatischen Ding? Sag mal, spinne ich? Da ist Linie. Geht das hier gar nicht? Warum sollte das hier nicht gehen? Das muss doch hier gehen. Das ist
Güterkutschen Aurora. Jetzt habe ich aber echt, jetzt steht einer auf meiner Leitung, aber komplett. Güterkutschen Aurora. Aha, doch, muss ich von hier machen. Jetzt dachte ich gerade, das werden sie doch um Himmels Willen nicht ersetzt haben. Okay, bitte. Ersetzen, ersetzen, jetzt wird das ersetzt. Wo wir es doch gerade vom Ersetzen haben, ersetzen sie. Sehr schön. Dann wollte ich hier die Linie noch umbenennen. Diese hier, von dem Zug, genau. Das war... Der hat ja schon einen Namen. Hä, was ist denn jetzt kaputt? Ach so, das ist der, der nach hinten fährt. Nein, ich brauche den hier. Ist vielleicht doch schon ein bisschen spät und ich habe schon Stranded Deep aufgenommen. Irgendwann hat man dann doch tatsächlich offensichtlich ein Durcheinander im Kopf. Aber jetzt habe ich es. Also Linie 1, die soll nicht Linie 1 heißen, sondern Linie 1 soll heißen... Zug Aurora. Halt! Aurora. Nach, wie hieß es da hinten? Bloomfield. So? Oder Bloom Green? Greenfield? Lass mich gucken. Bevor ich hier wieder einen Käse hinschreibe, nachher finde ich es nicht. Kenne mich doch. Okay, Bloomfield war nicht ganz falsch. Man schreibt es einfach ein bisschen anders. Halt, Englisch. Na? Kann ich hier bitte nochmal? Dankeschön. Bloomfield. Jetzt haben wir es. Gut. Passt. Können wir den wieder fahren lassen. Und wenn wir jetzt hier... Moment. Nee, haben wir doch nicht. Okay. Ich dachte schon. Aber was wir hier natürlich jetzt noch ganz schnell machen... So, auf die schnelle Schnelle. Nee, auf die schnelle Schnelle geht's nicht. Aber... Oh, noch eins. Okay, das ist wohl der mit den 15. Ah, so kommen wir zum Fahrzeugersatz. Ich war, jetzt weiß ich, warum ich so verwirrt war, weil das halt sonst Linie 5, Linie blablabla hieß, da musste ich draufklicken, dann kommt zum Fahrzeugersatz. Jetzt haben die Namen. Dann muss man das natürlich anders machen. Also, das ist eine Personenkutsche. Dann wird das natürlich wieder durch eine Personenkutsche ersetzt. So, und wo wir jetzt gerade bei Personenkutschen sind, was wir noch machen, was halt aber nicht auf die Schnelle geht, hier mache ich mal zu, das wird mir zu laut. Das ist hier Busstrecken, nicht Busstrecken, Kutschen. Damit dieses Städtchen auch ein bisschen in die Gänge kommt hier, wenn wir schon einen Bahnhof haben. Dazu muss ich jetzt aber natürlich hier wieder die Landnutzung einstellen. Gut, das dürfte relativ klar sein. Wir machen als erstes mal Straßen zu Ende. Haben wir hier oben noch was? Jo, das wird mal noch verbunden hier. Der Rest passt soweit. Gut, dann kehren wir zurück zu den Haltestellen. Wir fahren mal hier rauf. Und dann ist es eigentlich egal. Wir müssen einfach einmal hier außen rum. Dann haben wir alles drin. Industrie und so weiter. Gut, also hier rauf. Dann gehen wir hier rüber. Gehen hier zur Freizeit. Dann gehen wir hier rauf zur Industrie. Gehen hier mal wieder runter. Das gibt wieder eine relativ lange Strecke. Gehen hier nochmal hier lang. Und dann geht es hier wieder zurück. Gut, dann machen wir daraus eine Linie. Von hier. Nach hier. Hier rüber. Hier rauf. Hier geht es wieder runter. Nach da. Und nach da. Dann geht es zum Bahnhof. Das passt. Und dann geht es wieder zurück. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und den Rest können wir stehen lassen, denn danach geht es automatisch von der Datzinger Straße hier wieder zur Birkenstraße bei unserem Bahnhof. Gut, passt. Jetzt wollen wir das noch gruppieren hier. Gut, stimmt denn jetzt der Fahrplan noch, den wir gerade gemacht haben von Linie 1? Müsse eigentlich. Doch, das passt schon. Blumfeld-Danziger Straße, gut, das benennen wir noch ganz schnell um. Das ist hier in Bloomfield Personenkutschen. Wie habe ich denn das vorhin jeweils genannt? Wahrscheinlich Personen. Personenkutsche Aurora. Okay, dann wird das hier natürlich Personenkutsche Blumfeld. So,
Personen. Kutsche, Blum, Field. Passt das hin? Blumvieh, machen wir Blumpf. Okay, Blumpf muss reichen. Personen, Kutsche, Blumpf. Und jetzt haben wir hier kein Depot. Nein, wo soll das auch herkommen? Bauen wir halt noch eins. Wo stellen wir es hin? Das ist eigentlich egal. Hier. Und dann kaufen wir, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sichern wir 10 Stück und weisen dem zu. Personenkutschen Blumenfeld. Läuft schon? Läuft schon. Gut. Dann machen sich die hier nämlich auch schon auf den Weg. Na, dass man die immer noch alle von Hand zumachen muss. So, die machen sich auf den Weg. Sehr schön. Und die verteilen sich ja auch. Hat schon Leute? Nein, hat es noch nicht. Das ist halt auch... Ah doch, jetzt hier. Ist, aber am Bahnhof hat es Leute. Guck mal. Das ist halt auch ein kleineres Städtchen. Mit 43 km/h. Der hat aber keine Leute drin. Aber ich glaube, das ist immer noch sein erster Weg. Jetzt möchte ich aber noch ganz schnell gucken. Was hast du denn für einen Takt? Zug Aurora Blumenfeld. 19 Minuten, heiliges bisschen. Okay, das ist natürlich kein Takt. Das funktioniert so nicht. Das kann so nicht funktionieren, denn innerhalb von 12 Minuten ist ja eh schon vorbei. Also da müssen wir... Das ist halt einfach zu weit weg, man kann es gar nicht anders sagen. Für die Art von Transporten, mit dem Tempo ist das definitiv einfach zu weit weg. Naja gut, wir haben das Geld, wir werden eine Lösung finden. Nämlich in Form eines zweiten und zur Not eines dritten Zugs, damit wir hier den Takt runterbekommen. Gut, das machen wir aber in den nächsten Folgen. Danke fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder hier aus Aurora und Co. Bis dann. Tschüss.